Das Besteck im Versteck der Betrüger mit Blutbeuteln zum Auftauen im Hotelwaschbecken. Die Operation Adalas zeigt Abgründe auf. Ergebnisse, die Wirkung zeigen, auch bei Felix Neureuther gestern im aktuellen Sportstudio. Was sagen Sie jetzt? Ja, also da fehlen einem schon die Worte oder man kann es nicht glauben. Wenn ein Oberstaatsanwalt aus München den Stand der laufenden Ermittlungen beschreibt, kann einem das Blut in den eigenen Adern gefrieren. Ein Sportler ist in Observationen aufgefallen, nach der Blutdopingbehandlung aus einem Objekt rauskommend, wie unter Betäubungsmittel stehen. Das Erste, was er gemacht hat, beide Arme bis zu den Schultern in den Schnee gesteckt. Offensichtlich, weil der Kreislauf oder die Temperaturen so hoch gefahren sind, dass er erstmal kühlen musste. Du weißt ja nicht, ob das dann tatsächlich dein Blut ist, sondern das war ja irgendwo ein paar Wochen woanders und auf einmal kommt es zurück und dann wird es reingeführt und danach bist du Terminator. Aber wie ist das? Also. Eine Garage in Erfurt als Dopingküche. Das kann sein, dass solche Beutel mal ein bisschen antauen, vielleicht wenn ein Stromausfall in Erfurt stattfindet. Ja? Und da gibt es ja keine Qualitätskontrolle dieser ganzen Geschichte. Und dann kann es halt zu Infektionen kommen, es kann zu allergischen Reaktionen kommen bei Reinfusion von, sagen wir mal, nicht ganz gut gelagerten Proben. Also ich finde das hochriskant. Mit einem sogenannten Kronzeugen Johannes Dürr als Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der aufdeckt und weiterdopt. Ich war entsetzt, als ich das hörte, dass Herr Dürr während der Zeit, wo er sich praktisch ausgelassen hat über seine Doping-Vergangenheit, dass er in der Zeit auch noch gedopt hat. Also das hat mich echt geschockt. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, dass ich mir dachte, boah, der arme Kerl irgendwie. Und dann macht er aber genauso weiter. Also. Bluttransfusionen können Leben retten. Aber als Dopingmittel und als Methode im Sport sind Eigenbluttransfusionen verboten und bergen tödliche Risiken. Wir wissen aus den Ermittlungen, dass die Personen bei Langstreckenflügen, etwa nach Pyongyang oder nach Hawaii, so als Eigenblut-Bodypacker unterwegs waren. Man hat nämlich diesen Personen dann ihr eigenes Blut vor Beginn des Fluges injiziert, also 1 Liter Blut zusätzlich. Sie wissen, wie das ist in Flugzeugen mit der Enge. Wenn man dann mit den 6 Litern Blut ohnehin im Körper hat, dann nochmal 1 Liter zugeführt bekommt vor dem Flug, ist es nicht ungefährlich. Blutdoping als Straftat mit bislang 9 bekannten Namen von Sportlern. 21 stehen aber unter Verdacht, fehlen noch 12. Wir teilen Informationen mit, die die Polizei nicht hat, wie beispielsweise die Blutpässe oder ob irgendwelche verdächtigen Hinweise bereits vorhanden waren gegenüber den Athleten. Die Ermittler auf der Blutspur. Eine Aussage ist dabei hochinteressant. Der Verband in Österreich steht nicht unter Verdacht. Wir konnten ja eindeutig feststellen, dass die genannten Sportler, die Beschuldigten, die wir auch festgenommen haben, immer bei der Hintertür ausgegangen sind, dass es niemand mitbekommt, sind zwar dann in Teamkleidung ungeniert dann in das Apartment reingegangen, aber wir können ausschließen, und das haben unsere Ermittlungen gezeigt, dass hier irgendjemand vom ÖSV Bescheid gewusst hat. Getuntes Eigenblut erlebt eine Renaissance, ein Krimi, der noch Wochen andauern wird.